Hallihallo, Lüle, da bin ich wieder in Assassin's Creed Odyssey im DLC Das Schicksal von Atlantis. Ja, ich bin in Episode 3 angelangt und in der letzten Folge habe ich ja so gesehen ein bisschen Biologieunterricht gemacht, sprich Pflanzen brauchen Licht. Um das mal zu kurz zu fassen, ihr könnt euch das gerne mal angucken. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, hier Azaes zu finden, was ich auch gemacht habe, denn da steht da ja. Dann werde ich mich jetzt mal gleich mit ihm unterhalten, aber erstmal will ich mir das jetzt nochmal angucken. Ah, nochmal, Dachmann. Ich habe gedacht, das wäre nochmal was anderes. Also was zum Lesen, so rum. Aber okay. Was habe ich übersehen? Was muss ich tun? Azaes. Du hast alle Hände voll zu tun. Die Castes, welch willkommener Anblick. Davon gab es in letzter Zeit nicht viele. So viele Kranke. Ich bin überrascht, dass sich etwas in einem so fortschrittlichen Ort ausbreitet. Es ist erschreckend. Nichts, was ich versucht habe, heilt die Kranken oder stoppt den Erreger. Ich habe schon so viele verloren. Wann hast du die Krankheit denn das erste Mal bemerkt? Zu Beginn dieses Zyklus. Es fing langsam an und ich dachte mir, es ist nichts dabei. Aber jeden Tag kamen mehr Fälle. Mit jedem Kranken breitete sich der Erreger schneller aus. Du siehst wirklich besorgt aus. Hast du je eine Krankheit wie diese erlebt? Nein. Während dieses Zyklus gab es viele seltsame Ereignisse. Eingegangene Pflanzen, eigenartige Insekten und Tierangriffe. Ich frage mich, was das bedeutet. Keine Sorge. Wir werden diese Krankheit aufhalten. Sag mir, was du brauchst. Nun ja, es gab ein Instrument, an dem ein Wissenschaftler namens Consus gearbeitet hat. Es sollte dabei helfen, Verletzungen schnell zu heilen und Krankheiten auszurotten. Sollte? Das Gerät ist verschwunden. Wissenschaftler haben versucht, es auf Basis der Pläne nachzubauen, aber es befindet sich noch in der Testphase. Und es wurde noch nicht an Menschen ausprobiert. Es funktioniert vielleicht nicht. Das ist nicht das größte Problem. Poseidon verbietet den Einsatz unserer Werkzeuge für Menschen. Wenn wir nicht schnell handeln, wird sich der Erreger über ganz Atlantis ausbreiten. Wenn du glaubst, dieses Instrument könnte den Kranken helfen, sollst du es bekommen. Die Weisheit der Isu, das Mitgefühl eines Menschen. Du warst die richtige Wahl als Dikastes. Du findest das Instrument in einem der ISO-Labore im Consus-Archiv. Mhm. Dann mach ich mich mal auf den Weg dahin, ne? Gibt's da eine Schnellreise? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Obwohl, warte mal. Das habe ich nicht ganz vergessen. Hier haben wir ein Pferdchen.
Wo kommst du denn her? In dem Behälter. Mein Körper kribbelt wie verrückt. Davon muss es noch mehr geben. Ist wahrscheinlich. Aha. Dieses Metall ist schwer. Und hier ist eine Notiz. Die Schmiede von Atlantis. Damit lassen sich Waffen herstellen. Ich muss diesen Ort finden. So. Adamant-Lieferunterlagen. Anbei wird das letzte. Er wird der letzte Adamantbarren aus der alten Schmiede von Atlantis, südlich des königlichen Berges des Poseidons, ausgeliefert. Geliefert. Der Rest der Bahn sollte in verschiedenen Stadtarchiven und anderen Orten aufbewahrt werden. Sobald die Schmiede zerstört wurde, wird der Dikastes zu Ehren zu einem späteren Zeitpunkt eine Versammlungshalle errichtet. Aha. Da ich das ja liebe, den Ort jetzt endgültig abgeschlossen. Na komm. Das ISO-Instrument. Also es soll schon mal hier sein. So, und irgendwie habe ich das... den Gedankengang...
dass ich das... Ach, hier ist noch ein Raum. Oh Gott, das habe ich gar nicht eben gesehen. Noch nie gesehen. Könnt ihr nicht mitnehmen, ne? Das wäre geil, ne? Da bin ich voll dran vorbeigelaufen. Mal wieder typisch von mir. Wir werden es gleich erfahren, ob er recht hat, ne? Problem wird eigentlich nur, wir haben uns jetzt gerade gegen den den obersten Paragraphen widersetzt. Sprich, dass solche Sachen nicht bei Menschen eingesetzt werden sollen. Nicht gut im Grunde, ne? Ich glaube auch nicht, dass das Poseidon gefallen wird. Wir werden sehen. Ich habe das leuchtende Tuch, das du wolltest. Eigentlich ist es ein Nanotech-Materienregenerator, aber du hast ihn. Unglaublich. Also, dann sehen wir mal, was das Ding kann. Azaïs, was hast du nur getan? Ich dachte, ich hätte ihn richtig eingestellt. Was habe ich getan? Ich habe ihn getötet. Er funktioniert nicht. Und du hast mit deinem Diebstahl gegen Poseidons Gesetz verstoßen. Was machen wir jetzt? So, da sind wir jetzt beim, also gerade jetzt zur Aufnahme ist das ja aktuell, sprich 2022. Was machen wir? Testen wir weiter. Das Problem ist, da macht das wohl am Menschen. Dieses Ding ist unsere einzige Chance, die Krankheit zu besiegen. Du musst es weiter versuchen. Ja, du hast recht. Wenn wir es nicht versuchen, sterben noch mehr Unschuldige. Ich denke, dass ich es mit ein paar Anpassungen auch für Menschen kalibrieren könnte. Es scheint allen besser zu gehen. Also, zumindest so gut wie allen. Es muss überarbeitet werden, aber es hat unglaubliches Potenzial. Poseidon wird nicht glücklich sein, dass wir das Gesetz gebrochen haben, aber ich bin froh, dass du es warst und nicht ich. In jedem Fall werde ich auf ewig in deiner Schuld stehen. Danke. Mhm. So, dann machen wir erstmal gleich erstmal noch Fähigkeiten. Haben wir da noch einen über? So. Ja, Gott, ich vergesse immer wieder das gleiche. So, die Brustplatte hier. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwas noch. Den können wir gleich weg. Was haben wir hier noch? Mhm. Es ging jetzt auch gerade schneller, als ich gedacht habe. So.
Ich will nicht gerade, was ich als nächstes mir vornehme. Ich könnte ja eigentlich mich mal hier hin vorarbeiten, ne? Sollen wir mal, wir sind der Quest. Alle? No. Im östlichen Teil des Porimus-Ring. Seine Veranstaltungen werden im Süden des Doma des Elasippos abgehalten. Oh, ich hab's gesagt, du machst trotzdem wieder falsch. Oh, Karte. Das wird hier, könnte hier sein. Ich mach mal kurz einfach hier eine Schnellreise hin. Vielleicht sollte ich einfach ihre Aufgaben übernehmen. Diesmal habe ich es richtig gemacht. Weil hier war ich nämlich noch nicht. Aha. Das wird also nicht anerkannt, wenn ich jetzt hier lang laufe. Oh Mann, oh Mann. So. Hier gerade im Film. Hilfe! Uiuiui. Uiuiui. Okay. Damit habe ich gar nicht gerechnet gerade. Junge, Junge, Junge. Zum Glück gibt es keinen Fallschaden. Polyorophos Gärten. So, dann war das auch. Und dann könnte ich mir jetzt eigentlich auf dem Weg hierhin machen, ne? Oder? Ne, da ist auch noch was. Genau. Darüber.
Mache ich jetzt erstmal gerade, nachdem ich jetzt das hier gelöst habe, noch ein bisschen Erkundung. Sprich, dass ich mir das jetzt mal angucke. Hier ist wieder ein Archiv. Okay. Kann ich mich jetzt aber trotzdem mit dem hier auseinandersetzen? Dann muss ich da lang. Willst du mir sagen, was es mit all dem auf sich hatte? Nein. Ich komme zurecht. Die Castes! Du kannst das alles aufklären. Mein Name ist Lyra und du bist... Du! Du hast schon so vielen geholfen. Du bist großartig und wunderbar und mächtig und... Und du bist hier. Danke. Nett von dir. Du verdienst jedes Lob und noch mehr. Sie nannten dich Mörderin. Du siehst nicht wie eine aus, aber als die Castes muss ich sicher gehen. Sie glauben, ich wäre schuld an dem, was dieser armen Familie zugestoßen ist. Es sei wie bei den anderen Morden, aber so etwas könnte ich nicht. Ich schwöre es. Bitte entlaste mich. Wo warst du, als die Familie ermordet wurde? Wenn es letzte Nacht geschah, wie sie sagen, war ich hier und versuchte zu schlafen. Obwohl ich in letzter Zeit unruhig schlafe und schlecht träume. Es ist immer derselbe Traum, wieder und wieder. Und warst du allein? Nun ja, ich bin immer so müde, da blieb ich daheim und allein. Du hast noch etwas von weiteren Morden erwähnt. Es war das dritte Mal. Ich verstehe nur nicht, warum sie mich dafür verantwortlich machen. Ich könnte so etwas niemals tun. Ich werde herausfinden, was passiert ist. Sag mir nur, wo der Angriff stattfand. Die Straße runter, nicht weit von hier. Vielleicht solltest du dich besser verstecken, bis ich zurückkomme. Oh, gute Idee. Danke. Du bist wirklich eine große Dicastes. Mhm. Hat sie nicht davon was gesagt? Kurz die Straße runter. Kurz sieht aber auch ein bisschen anders aus, ne? Sorry. Ich kann nicht hier stehen. Ich kann nicht wieder stehen, Leute. Das gefällt mir gerade ein Ticken besser als das erste. Ist auch eigentlich gerade ganz interessant, habe ich festgestellt, dass ich hier bis auf vorhin noch nicht ein einziges Mal den Hund benutzt, den Hund sage ich, so gesehen das Pferd benutzt habe, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, als wenn ich hier zu Fuß schneller durchkomme. Vielleicht hat jemand hier in der Umgebung gesehen, was passiert ist. Ah, die große Dicastes. Was verschafft mir die Ehre deines Besuchs?
Es geht um den Angriff, der sich letzte Nacht zugetragen hat. Aha, natürlich. Ich dachte, die Sache wäre bereits geregelt worden. Meinst du die Menge, die diese Frau bedrängt hat? Ich habe genug gesagt. Ich bin die Dicastes, vergessen? Glaub mir, wer mir nicht sagt, was ich wissen will, wird sein Schweigen bereuen. Du hast die Schuldige bereits getroffen. Lyra, du stimmst der Menge zu. Aber natürlich. Schließlich habe ich ihnen gesagt, dass sie es war. Ich sah sie letzte Nacht voller Blut und wie im Rausch. Es war dunkel. Woher weißt du, dass sie es war? Ich weiß, was ich sah. Geht es um die Vorfälle von letzter Nacht? Woher weißt du das? Alle reden von nichts anderem. Und wenn du als Dicastes hier bist, dann gehst du der Sache sicher nach. Wenn du etwas gesehen oder gehört hast, muss ich es wissen. Ich habe es aus der Ferne gesehen und gehört. Dieses Heulen werde ich nie vergessen. War es ein Wolf? Wohl eher eine Bestie. Wenn du sie siehst, lauf! Ich pass schon auf. Blutige Fußspuren, die aus dem Haus führen. Wer sie auch ermordete, ging hier entlang. Das sind keine Stichwunden. Das waren Krallen. Dieses blutige Stück Stoff passt nicht zu der Kleidung von Mutter oder Tochter. Also muss es vom Mörder stammen. Ich sollte Lyra von meinen Funden berichten. Jetzt bin ich gespannt. Und? Hast du herausgefunden, was passiert ist? Die Beweise, die ich fand, widersprechen sich. Inwiefern? Es gibt zwei Augenzeugen. Eine Frau hörte einen Wolf heulen, aber ein Mann sagte, er habe dich gesehen, wie du blutüberströmt das Haus verlassen hast. Er lügt! Oder irrt sich. Es war dunkel, also hätte es jeder sein können. Außerdem wurden ihnen die tödlichen Verletzungen nicht mit einer Waffe zugefügt. Womit sonst? Die Wunden lassen eindeutig auf Krallen schließen. Und dann war da noch dieses Stück Stoff. Es passt zu keinem Kleidungsstück der Hausbewohner. Das ist meins. Wie gelangt es dorthin? Jemand will mir die Schuld in die Schuhe schieben. Sag mir die Wahrheit, Dicastes. Gute Frage, ne Leute. Aber das klären wir in der nächsten Folge auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ihr seht eingeblendet die nächste Folge oder eben die davorherige, je nachdem, was ihr euch anschauen möchtet oder auch natürlich die ganze Playlist. Hinterlasst einen Kommentar, Like und Abo, ihr kennt das ganze Spielchen und einfach bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen.